Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Gut, ich würde sagen, wir machen mal eine Quest, denn ich möchte ein Level-Up, auf das ich die Katzenrüstung anziehen kann. Hier. So, Verteidiger des Glaubens. Gibt es überhaupt noch Erfahrungspunkte, wenn ich die Schreine wieder aufstelle? Das ist die Frage. Verteidiger des Glaubens. Dann muss ich nach Frischlo. Und dann... Oh Gott, die sind ja so weit verteilt. Na egal, komm, das machen wir. Ja, nicht böse. Ich schieb dir... Das machen wir. Gehen wir nach Frischlo. Ja. Und dann reiten wir einfach mal durch. Warte mal, in Frischlo, das war überhaupt keine bewohnte Stadt. Also, ja, Stadt. Nein, das war überhaupt kein bewohnter Ort. Ich würde sagen, wir machen mal... Gehen wir die Markierungen, gehen wir die Markierungen durch. Ja, da gehen wir die Markierungen durch. Da, gehen wir hier runter erstmal. So, markieren wir das. Alles klar. War hier noch was? Da unten? Oh, das war das mit der Lampe, genau. Das hatte ich ja gemacht. Andererseits wird die immer noch angezeigt. Es könnte also sein, dass es dort noch was zu tun gibt, oder? Na, vielleicht auch nicht. Weiß ja nicht, wie das funktioniert. Oh Gott, da sind sie wieder. Was ist das denn? Ein Gargoyle! Ein Gargoyle! Naja, ist doch... Oh, das war zu spät. Wow! Du Elend! Das ist schon mal ein Konstrukt, das Vieh. Ja, ja. Ich glaube, bei dem kann ich nicht viel erreichen mit Hans und der Stern. Oh Gott. Sag mal. Sag mal. Ich bin am Rumgehopse hier. Ach du Scheiße, geht das schnell mit dem Vergiften. Sag mal. Wie oft denn noch? Wo ist er gelandet? Da. Au. Scheiße, was ist denn das für ein Vieh? Na komm. Ja, dann komm, Schwalbe. Also ohne Quinn? Oha. Oh. Ach du Elend. Quinn. Warum sag ich Quinn? Ich meine Quinn. Ohne Quen wäre das jetzt knapp geworden. Ein solider Saphirring. Aha. Das war also... Das war's schon. Naja, es ist... Ach, was man nicht alles tut für so ein bisschen Geld, ne? So. Aber es hätte ja auch sein... Oh, da ist ein Stein. Yay, da gibt's einen neuen Punkt. Seht ihr mal, gut, dass ich die Dinger abklappere. Magie. Ein Ort der Macht. Ja. Und einen Fertigkeitspunkt. Plätzchen. Ich glaube, wir reiten mal ein Stückchen, ja? Letzten davon. So. Naja. Die Wegschreine. Ich glaube nicht, dass das noch viele Erfahrungspunkte gibt. Aber war das nicht so, dass die Quests, auch wenn sie grau sind, immer noch ein bisschen was geben? Das sehen wir dann gleich. Warte. Ich meine, das geht ja schnell. Das macht man mal im Vorbeireiten und dann ist das gut, ne? Ist das gut? Und da müssen wir... Oh, 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 ein ganzes Stück. Was ist hier nochmal? Ah, ein versteckter Schatz. War da nicht der... Der Gabelschwanz, oder was war das? Da war ich letztes Mal noch viel zu niedrig. Ich glaube, der war auch so um die Stufe 20. Ha, dann reicht das ja vielleicht, um von ihm mein Level abzubekommen. Oh. Ich finde, sie könnten echt mal das Pferdereitverhalten ein bisschen ändern. So mit Patches. Oh Gott. So. Penner. Ja, toll, dankeschön. Mistviecher. Weißt du, so einfache Wölfe Level 5 greifen mich hier noch an. Warum machen die das? Die kriegen da eher auf Schnauze.
Das wisst ihr doch. So, der Wegschrein. Diesen haben sie auch zerstört. Ich frag mich ja, was das im Endeffekt bringen soll. Die sehen ein bisschen gruselig aus, die Dinger. Ich schätze mal, ich mach's nur noch schlimmer. Das mal an hier. So. Oh, ich sollte vielleicht mal wieder rasten. Naja. Ich finde es etwas schade, dass man nicht noch mehr ausrüsten kann. Dass ich mich entscheiden muss zwischen Schwalbe und ja, dem Absud eben. Oh. So ist's gut. Banditin. Na kommt schon, Jungs. Oh Gott, wie viele sind das denn? Sein Arsch? Was? Oh, schön. Autsch. Warte mal ein bisschen. Ah. Haben wir's. Jungs. Ching, ching, ching. Ching. Guck mal, die stehen einen Meter nebendran, als ich ihre Kumpels aufschlitze. Und das ist ja total egal. Na komm, nehmen wir mal Art. Ne, nicht Axi. Art. Und stirb. Aha. Ich reiß dir mal gleich die Eier ab. Das war's. So, jetzt können die Leute in ihr Dorf zurück, hä? Hallo? Leute? Ihr könnt wieder... Ach nee, da ist ja noch einer. Hi. Ich bring dich um, glaube ich. So, dankeschön. Ich roll mal ein bisschen, ne? So, das war springen war, das kennen wir alles schon, die Sequenz. Ist immer dieselbe. Oh, Stufe 17. Wisst ihr, was ich jetzt anziehe? Auch wenn sie schlechter ist im ersten Moment. Wahrscheinlich das Katzensilberschwert. Ich bin die Katze. Habe ich die jetzt zweimal gemacht? Ich bin so ein Held. Okay, es sieht anders aus. Ich habe freie Ärmel. Irgendwie passt jetzt der Kurzhaarschnitt besser. Oh yeah. Was machen denn die anderen Rüstungsteile? Sag mal. Angriffskraft, Durchbohrungsschaden, Aufschlitzresistenz, Elementarresistenz. Okay. Joa. Ganz nett. Also Art ist ganz gut erhöht. Naja, also mehr auf Angriff das ganze Ding ausgelegt. Nicht so auf Verteidigung, was man auch an der Rüstungsart sieht. Ach guck mal, da ist ein Händler. Aha. Weiter so, Plätze. Da will ich doch noch ganz kurz hingehen, du. Langsam. Wo ist er denn? Da. Komm jetzt. Du bist ein Kaufmann. Du bist der Hexenmann. Sei gegrüßt. Hast du einen lustigen Hut? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Hast du vielleicht ein paar Karten für mich? Nee. Warum haben die alle keine Karten mehr? Oh, ein großer Weles-Runenstein. Der ist für Zeichen. Einfach nur für Zeichenintensität. Das ist ja nett. So, ich verkaufe jetzt mal die ganzen Bücher, die ich doppelt habe. Nee, ich verkaufe einfach alles. Komm, die ganzen Bücher, die braucht eh kein Schwein und die wiegen ja alle ein bisschen was zumindest. Minimals wiegen die was. Soll ich die verkaufen? Nee, nicht. Die habe ich noch nicht gelesen, von daher. So. Ich kaufe alle, die ich jetzt schon gelesen habe. Fertig. Finde ich eine gute Sache, dass man das sieht.
So, von da. Eins. So. Ich habe gehört, du gehst unter die Bücherhändler. Leb wohl. Ja, viel Spaß dabei. So. Noch einen Weg schreien und dann machen wir mal wieder eine gescheite Quest hier, was mich fordert und wirklich vielleicht auch ein bisschen abverlangt von mir. Hoppala. Los, lauf! Los, lauf! Warum haben die keine Arme, die Rüstungen? Ich verstehe das nicht. Diese Katzenrüstung, warum hat die keine Ärmel? Ist das hier? Ja. Hopp. Bewachter Schatz. Ja, dann komm mal. Wer bewacht den denn? Oh, eine Erscheinung. Uah, die mag ich ja. Das Schöne ist, aber die lassen immer denselben Kram fallen. Ich meine, auch wenn sie jetzt schon so schwach sind, lassen die immer denselben Kram fallen. Und das ist meistens ziemlich gutes Zeug. Ach, das ist da oben drauf, oder wie? Sagen wir das doch gleich. Toll. Steht da mitten in der Pampa und keiner holt sich das, oder wie? Ritterhandschuhe. Aha. Ist ja interessant. Oh nein. Hat sie mich. Komm schon. Ah. Sag ja, immer dasselbe Zeug. Und Geisteressenz kann man recht gut verkaufen. Plätzchen. Okay. Hoppala. Gucken wir mal weiter. Bin ja gespannt, was dabei rauskommt, wenn wir alle Wegschreine aufstellen. So. Es gibt hier bestimmt noch massig an Runensteinen. Das heißt für mich noch eine ganze Menge Skillpunkte, die ich mitnehmen kann. Langsamer. Nein. Voll Power, komm. Sie durchfährt. Oh Gott. Dass da runter geht irgendwo. Zieh durch, mein Pony. Es gibt ja viel zu viele Einschnitte in der Landschaft, wo ich dann runterstürzen könnte, aber das macht Plätze ja nicht, weil Plätze ist ein schlaues Pferd. Wie viel das an hier? Oh Gott, die sind ein bisschen. Oh, die sind ein bisschen stärker, du. Wow. Ich habe leider keine Bomben ausgerüstet. Also nicht mehr, meine ich. Oder was? Ja, was heißt fliehen? Die hauen einfach ab. Fliehen ist falsch. Ah. Au. Erscheinung. Ja, wenn man die blocken will, kommt das hier dabei raus. Au. Warum kann ich nicht mehr trinken? Leute, ich kann nicht mehr trinken, was ist hier los? Jetzt. Ah. Gegen Erscheinungen. Wow, wow, wow. Ich konnte eben meinen Absud nicht trinken. So. Immer schön den Absud auftrinken. Dass du groß und stark wirst, Geralt. Was war das denn? Wo ist der Scherz? Da ist der Scherz. Oh. Ein unverschickter Brief. Und das da oben hört sich gar nicht gut an.
Liebste Elke, ich danke den Göttern, dass die Narren an sie glauben. Zweimal haben wir nun schon unseren Nutzen daraus gezogen. Das erste Mal, als wir diesen Haufen Silber aus dem Tempel gestohlen haben. Keiner hat was gesehen, denn wer wäre tapfer genug, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen, indem er einen solch heiligen Ort entweiht? Und dann haben wir alles in Ruinen versteckt, die angeblich von den Elfengöttern verflucht sein sollen. Niemand wagt sich in ihre Nähe, nicht mal auf Sichtweite. Wir mussten die Sachen also nicht mal richtig verstecken, weil sie dort sicherer sind als bei der Vivaldi-Bank. Wir verbringen die Nacht im Wald und dann reite ich nach Novigrad und suche einen Käufer dafür. Wir werden reich, Elke, reich! Und vielleicht werfe ich dann auch etwas in den Teller als Zeichen meiner Dankbarkeit an Aberglauben und Dummheit. Dein Edgar. Ja. Mit den Göttern spielt man nicht. Okay, wo ist der Schatz? Oh. Eine Mittagserscheinung? Ach du Elend. Au. Na, nimm mir doch nicht immer meinen Quen weg, du. Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. Na, komm schon. Na, komm. Oh, nicht schon wieder. Jetzt holt sie ihre Kleinen und die saugen ihr Leben ab. Ihr saugt mir kein Leben ab. Oh Gott. Ja. Erledigt. So, ich suche immer noch einen Schatz. Und ich würde sagen, ich meditiere mal ganz kurz. Oh, no, bis morgen. Also ganz kurz. So, habe ich nämlich wieder ein paar Tränke über. Oh. Ne, die Armbrust war jetzt nicht der große Schatz. Wo ist der große Schatz hier? Da? Hm. Soll denn hier was sein? Wo sind Spuren vom Schatz? Irgendwas Rotes eben. Irgendwas rot schimmerndes. Achso, das habe ich ja eben schon gesehen. Hör mal da durch, du Leichnam. Ach. Sieh mal an. Da ist die Kiste. Ah! Quebiert. Quebret meine ich. Mit Göttern spielt man nicht. Mhm. Wo waren das jetzt? Na, jetzt muss ich die Quest wieder markieren. So, Verteidiger des Glaubens. Quebrit. Kann ich da schon was draus machen? Ich meine... Ja, ich weiß das mit dem Anheften. Das sagen die mir jedes Mal. Bin ich langsam ein bisschen lästig. Schortköder habe ich schon gemacht. Nee. Wo ist denn Quebrit? Das ist bestimmt bei den Alkoholsorten, die ich brauche, um was herzustellen, oder? Doch, da haben wir es doch. Quebrit. Ja, für alchemistische Zubereitung. Dafür brauche ich weiße Möwe und Nostrix. Oh Mann. Oh. Warum ist es? Weiter so, Plätze. Na, jetzt. Ist das ein Basilisk? Oh Gott, der ist ziemlich orange, der Greif. Rot meine ich. Ach du Scheiße. Nee, nee. Nee, nee. Oh Gott, lass mich doch bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Oh, Kinder.
war nur dafür, dass ihr mich angegriffen habt. Warum ist auf einmal so ein Level 25er Greif mitten in der Pampa, bitte? Bitte? Ich würde es nämlich gerne verstehen. Mann, Mann, Mann. Oh, außerdem geht's hier ganz schön bergab, du. Und ich sehe nichts mehr, weil es so regnet. Eieiei. So. Ih, da ist eine Fliege. Okay, da oben ist der letzte Schrein. Aha, ein Student. Seid ihr diejenigen, die in Velen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Oh Mann. Und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziemlich profitabel sein. Ihr wollt nur boxen? Woher weiß denn Geralt, was die wollen? Wollen die boxen oder wollen die richtig kämpfen? Das ist komisch. Aha. Au. Guck mal, die sind Level 8, aber haut sowieso ein Skelliger. Ernsthaft? Ich hab die jetzt mit Fäusten umgebracht. Warum hab ich nicht gleich ein Schwert genommen, bitte? Ich verstehe das nicht. Na gut. Ach, das war schon die Quest. Naja, dann. Ja, warum nicht? Auf der Fährte. Geh nach Faroe und such Hammond. Ja, komm, machen wir das. Das habe ich ja schon angefangen, die Quest scheinbar. Ja, auf der Fähre bin ich doch. Auf der Fährte. Ach so, da muss ich ja nach Skellige. Ach nee, dann. Ach dann! Hexeaufträge, habe ich da noch was? Nee, komm. Nebenquests. Sammle sie alle. Alte Freunde. Ja, Lambert die Karte abnehmen. Spieler der Großstadt. Marquis Serenitz. Komm, das machen wir. Das machen wir. Ich habe jetzt noch Bock auf ein Ründchen Gwind, Leute. Mach mal Gwind. Gwind ist schön. Also wirklich, wenn man sich reingefuchst hat, versucht's mal selbst. Glaubt es mir. Wenn ihr die ganze Zeit jetzt noch in Witcher nicht einmal Gwind gespielt habt, dann macht das mal. Ich werde mal vielleicht ein Monsterdeck ausprobieren. Habe ich das schon vollständig? Ich meine, das Nilfgaarder habe ich, das Goyatel habe ich soweit. Also nicht vollständig, aber ich habe schon viele Karten dafür. Deswegen könnte da was Gutes draus werden. So, Marquis. Wo ist die Marquis? Sieht übrigens nett aus hier, dieses Anwesen. Oder ist sie, glaube ich? Immer das Terrain der Idioten. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Dann hat die Belegschaft sich seitdem nicht verändert?
Natürlich hat sie das. In diesem Geschäft ist das normal. Bollaberta hat einen Kaufmann geheiratet, Ella hat sich selbstständig gemacht und Cerise findest du sicher betend im Tempel. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Und? Soll ich die Mädchen rufen? Aber vergiss nicht, das hier ist ein anständiges Etablissement. Lass deine Hände vorerst bei dir. Unsere Mädchen haben gute Manieren. Worüber sie sich unterhalten, ziemlich beängstigend. Ich wüsste gern, ob du Quint spielst. Sicher, natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig. Ich überlege gerade. Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. War das mit Dudu, dem Doppler? Scoia'tael-Deck. Ich weiß nicht, kann ich da irgendwelche schlechten Karten rauswerfen? Die zum Beispiel. Warum habe ich die denn drin, statt der hier? Von Dennis Kramer. Mahakam-Verteidiger lassen wir drin. Nee, komm, was habe ich denn bei Monstern? Da fehlt mir noch eine, verdammt. Nilfgaard. Habe ich jetzt 24. Habe ich da noch eine schlechte Karte? Einfahren, machen wir den noch weg. Ich probiere mal ein Nilfgaard-Set, oder? Jawohl, komm. Oh, oh, oh. Aha. Batier. Ganz gut eigentlich, oder? Ich tausche schon mal Cynthia aus. Oh, sehr gut. Na, obwohl, das bringt mir nicht sehr viel. Na komm, ich versuch's mal. Ich bin am Zug. Hast du eine Finte? Nee. Aber ich habe eine Finte. Haha. Nee, warte mal, die sollte ich vielleicht doch nicht spielen als Finte, weil die kann ich ja wiederbeleben. Oh. Ich sehe schon, wir haben dieselben Karten in etwa. Aber ich habe hier keine gute, die werden mir alleine nichts bringen. So. Komm, gib mir noch. Ja, jetzt habe ich wenigstens zwei von denen hier. Wie das immer so geht mit den komischen Spionage- und Finte-Karten, ne? Das ist schon lustig. Du hast gepasst. Dann werde ich mal... Habe ich da noch mehr von? Ich habe nur eine Belagerungskarte. Na gut. Ich habe die Runde gewonnen. Dann spiele ich mal dich. Aha. Oh Gott, er beschwört wieder. Ja, genau. Spiele ich mal dich. Oh, super. Ja, mach ihn halt wieder tot. Ist mir auch egal. Dann spiele ich dich noch. Yay, noch eine Heldenkarte. Die bringen gar nicht so viel, oder? Die zwei. Oh, Rittersporn. Na sowas. Der gute Herr Rittersporn. Ne, die verdoppeln sich immer nur gegenseitig. Was spiele ich denn? Leider habe ich kein Horn. Spiel mal Schillert. Zip, zip. Was ist eigentlich, wenn ich was spiele, aber ich kann keine Karten mehr ziehen? Was ist dann, hä? Aha. Beide zerstört, du Arsch. Ja, komm, jetzt spiele ich halt mal die ganzen kleinen Karten runter. Ey! Die hatte ich ja doppelt. Gar nicht gesehen. ja komm. Ich habe so viele Nahkampfkarten. Die kann ich alle jetzt wunderbar verdoppeln. Ja, ich weiß, du kannst das auch, aber warum machst du das bitte? Na, ich frag nicht. Oh oh. Was zur Hölle? Da kommt noch Leto.
Also so langsam ist es ja gewonnen haben, ne? Danke für Vatier übrigens. Komm, jetzt kann ich es auch verdoppeln. Ja. 90. Was machst du denn jetzt, hä? Du bist immer noch viel schwächer, weil du gerade deine ganzen starken Karten geschwächt hast, du Affe. Na? Passiere. Was ist das denn? Was war das denn für ein Vieh? Aha. Du hast... Ja, ist eine Heldenkarte, weißt du, ne? Komm, warum soll ich jetzt irgendwas... Ich passe. Ich glaube, der hat eh schon verloren. Jo. Jo. Spiel halt alles aus. Spiel halt alles aus. Spiel alles aus, jawohl. Schön, habe ich gewonnen. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Hm, diese Karte gehört wohl dir. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Also Viola. Oh Gott, es ist hier drin düster. Ich sehe halt gerade mal gar nichts. Naja, liebe Leute, ich würde sagen, der Part ist vorbei. Ich danke fürs Zusehen, danke für euer Feedback, die Likes, die Kommentare und bis zum nächsten Mal mit The Witcher 3 Wild Hunt.